Mein Name ist Peter Schreiner. Ich bin organischer Chemiker an der Justus-Liebig-Universität. Wir befassen uns mit organischer Chemie. Das ist die Chemie der Moleküle des Lebens, die Kohlenstoff beinhalten. Im Speziellen haben wir zwei Arbeitsgebiete. Das erste Arbeitsgebiet, das ich Ihnen kurz erklären will, das ist die sogenannte Organokatalyse. Wie es der Name sagt, versuchen wir dort, kleine organische Moleküle so zu konstruieren, dass sie Reaktionen viel schneller machen, als das normal wäre. Sie kennen den Autokatalysator, das ist ein teures Stück Metall. Das wollen wir besser machen. Wir wollen also die Metalle weglassen und kleine Moleküle nehmen, die ungiftig sind, die leicht herzustellen sind und die der Umwelt nicht schaden können. Ein zweites Gebiet, das uns interessiert, hört sich an, als ob man dabei reich werden könnte. Es handelt sich dabei um Diamanten, und zwar ganz kleine, sogenannte Nanodiamanten. Die kann man also nicht sehen, mit denen kann man aber tolle Sachen machen. Medikamente herstellen, neue Beschichtungen, ganz neue Prinzipien der organischen Chemie kennenlernen. Und das Tolle ist, die Natur liefert sie uns umsonst. Um also mit dem Erben Liebigs zu schließen, bedeutet für uns die Tradition nicht das Bewahren der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers.